Kapitel 2 von Die Totenstadt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Totenstadt von Robert Kraft. Kapitel 2. Was sich Richard gewünscht hatte. Tag und Nacht entstehen durch die Drehung der Erde um sich selbst, der Wechsel der Jahreszeiten aber wird durch die Drehung der Erde um die Sonne verursacht. Dabei bleibt sich die Erdachse auf der elliptischen Laufbahn um die Sonne immer parallel. Diese Achse der Erde geht durch den Nordpol und durch den Südpol. Nun hatte Richard gewünscht, dass sich die Achse der Rotation um 90 Grad verschöbe, dass also die neuen Pole auf dem bisherigen Äquator zu liegen kämen. Die Insel Singapur wird von dem Äquator durchschnitten. Denkt man sich von ihr aus eine Linie durch das Zentrum der Erde gezogen, so stößt man gerade auf die Stadt Quito in dem südamerikanischen Staate Ecuador. Diese beiden Punkte hatte Richard als die neuen Pole der Erdachse bestimmt. Macht man sich dies auf einem Globus klar, so wird man finden, dass der daraus entstandene neue Äquator durch Deutschland geht, und zwar genau über Leipzig. Dies hatte Richard gewollt. An einem eiskalten Januartage sollte seine Vaterstadt durch einen Rutsch der Erdachse plötzlich direkt auf dem Äquator liegen. Die plötzliche Wärme und das Schmelzen des Schnees konnte er sich also wohl erklären, nicht aber das Umfallen von allem Lebendigen. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.